Hallo und ahoi, liebe Piraten. Ich bin Stefan Dirnsdorfer und ich möchte heute ein paar Fragen beantworten zu meinem Projekt Liquidizer. Der Liquidizer ist ein Meinungsbildungstool für das Internet. Und die erste Frage lautet: Brauchen wir so etwas überhaupt? Wir haben Twitter, Google, Doodle, Facebook, wir haben ein Forum, ein Wiki, Piratenpads, Mailinglisten, Chaträume, wir haben Liquid Feedback und Adhocracy. Brauchen wir wirklich noch ein Tool? Um diese Frage zu beantworten, würde ich euch gerne bitten, mir auf die Webseite der Antragskommission zu folgen. Hier ist die Hauptseite zum Bundesparteitag und hier die Antragskommission. Also, hier sind die Anträge, die in Chemnitz diskutiert werden sollen. Es sind 144 Grundsatzprogrammanträge, 80 Anträge zum Wahlprogramm, 60 Positionspapiere, 29 Satzungsänderungsanträge und 40 sonstige Anträge. Das macht insgesamt 353 einzelne Anträge und ich gehe jede Wette mit euch ein, dass die Mehrheit nur schlecht vorbereitet in Chemnitz erscheinen wird. Richtig vorbereiten heißt nämlich nicht nur den Antragstext lesen und verstehen, es heißt ja auch, die Hintergründe nachrecherchieren, sich klar werden, welche Teile der Gesellschaft betroffen sind. Ich kann ja nicht immer nur das fordern, was mir gerade in den Kram passt. Wer sich jetzt wirklich die Mühe macht und sich richtig in ein Thema einarbeitet, der wird dann vermutlich in Chemnitz von Halbwissenden niedergestimmt. So, jetzt sagt mir doch mal, wie wollen wir denn Basisdemokratie erreichen, wenn wir es der Basis so schwierig machen, sich mit den Anträgen auseinanderzusetzen? Könnten wir nicht eine Webseite gestalten, die eine informelle und kooperative Voranalyse der Anträge ermöglicht? Hier ist mein Vorschlag dazu. Der Liquidizer. Ich logge mich mal ein. Hier oben sehe ich ein Menü. Ein Shortcut zu meinen persönlichen Bereichen, die Liste aller Forderungen, die Liste aller angemeldeten Piraten und eine Hilfeseite. Zuerst gehe ich mal auf die Liste der Forderungen. Rechts ist ein Tagsystem eingeblendet. Ich konzentriere mich jetzt auf den Bundesparteitag 2010. So, links sehen wir die Anträge. Auf Platz 1 landet: Computerspiele sind keine Waffe. Auf Platz 2 Internet für jeden, etc. etc. Interessant ist die Forderung Stiftung für investigativen Journalismus. Klingt eigentlich ganz gut, macht aber vor allem durch eine Ablehnung auf sich aufmerksam. Da hat wohl jemand was im Antragstext verbockt. Wir können mal nach Ablehnung sortieren und sehen auch andere Anträge, die abgelehnt werden. Ein Klick auf die Details zeigt auch, was die ablehnenden Wähler für eine Begründung liefern. Aber zurück zu den angenommenen Anträgen. Diese Anträge scheinen wohl stark unterstützt zu werden. Als nächstes gucken wir, wer denn so angemeldet ist. Hier ist die Liste der Piraten sortiert nach Einfluss. Jedem Pirat ist ein Emoticon zugeordnet, das die politische Beziehung zu mir anzeigt. Wie ich sehe, bin ich nicht sehr beliebt. Das kann ich aber ändern. Ich sortiere einfach mal nach Sympathie. Ah, sieht doch schon viel besser aus. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie wir Stimmen verteilen können. Dazu gehe ich zuerst in mein Profil, lösche Daten und lösche alle Stimmen, die ich bisher vergeben habe. So, ein Blick zurück auf die Piraten zeigt, ich bin wieder ein unbeschriebenes Blatt. Als eine der stärksten Forderungen sehe ich die sofortige Abschaltung des Liquidizers. Das ist natürlich ganz interessant, eine demokratische Seite, die ihre eigene Abschaltung fordert. Daran kann man sofort erkennen, welche Relevanz die Ergebnisse haben. Also ich habe die Forderung sehr ernst genommen und die fehlenden Nutzungsbedingungen sofort nachgeliefert. Aber schauen wir uns die Forderung mal im Detail an. Ah, hier ist also ein Simon. Der hat einen Fehler in meiner Datenschutzerklärung gefunden. Sehr vielen Dank, dafür gibt es einen Delegationspunkt.
und Simon freut sich. Doch durch meine Delegation nehme ich auch Einfluss von Simon auf. Mein Abstimmungsverhalten passt sich ihm an. Also stimme ich jetzt auch für die Abschaltung des Liquidizers. Das gefällt mir aber nicht, also setze ich etwas Präferenz gegen die Abschaltung. Simon wird wieder sauer. Schade eigentlich. Aber das ist kein Problem. Ich schalte einfach den Trollfilter ein. Und weg mit euch. Hier sehe ich die Wähler nach Sympathie sortiert. Die mit Kommentar kommen zuerst und dann die ohne. Hier sehe ich jemanden, den ich kenne, gibt auch einen Delegationspunkt. So, jetzt will ich doch mal sehen, was ich mir so eingefangen habe. Ich gehe auf meine eigenen Stimmgewichte. Hier ist also plötzlich eine lange Liste von Forderungen, auf die ich Stimmen verteilt habe. Wo kommen die denn her? Mit einem Blick in den Delegationsgraph könnte ich sehen, wer verantwortlich ist. Also, durch Delegationen habe ich das Abstimmungsverhalten von meinen Delegierten übernommen. Ich habe also eine kleine Abstimmung unter meinen Delegierten veranstaltet und vertrete das Ergebnis nun als meine eigene Meinung. Ich nehme meine Delegierten nochmal weg und sehe, ich vertrete nur noch Positionen, bei denen ich selber Präferenz abgegeben habe. Die nächste Frage lautet, wo kommen diese komischen Dezimalbrüche her? Also, wenn ich nur bei genau einer Frage teilnehme, ist die Antwort sehr einfach. Minus 1 dagegen, plus 1 dafür. Sobald ich aber anfange, mich an zwei Fragen zu beteiligen, kommt was Komisches raus. Warum eigentlich? Also, erstmal langsam. Ihr könnt nicht bei jeder Frage volles Stimmgewicht haben. Das geht nicht. Wir müssen alle Kompromisse eingehen. Und Kompromisse lassen sich nur finden, wenn wir wissen, was uns wichtiger ist und was uns weniger wichtig ist. Ihr müsst Prioritäten setzen. Ich habe das mal hier visualisiert. Auf der horizontalen Achse ist das Stimmgewicht der Forderung A und auf der vertikalen Achse mein Stimmgewicht auf die Forderung B. Die Stimmen, die ich insgesamt abgeben kann, liegen auf einem Kreis. Konzentriere ich all mein Stimmgewicht auf Frage B, so bekomme ich volles Stimmgewicht für B, aber keine Stimme für A. Konzentriere ich alle meine Stimmen auf Forderung A, bekomme ich volles Gewicht bei A, aber keins bei B. Das höchste Stimmgewicht insgesamt bekomme ich, wenn ich mich auf beiden Fragen gleichmäßig konzentriere. Das ist ein Halbwurzel 2 und insgesamt habe ich somit ein Stimmgewicht von 1,41. Wenn mir aber eine Frage wichtiger ist als die andere, kann ich etwas mehr Stimmgewicht auf diese Frage setzen. Sagen wir mal, Frage B wäre uns doppelt so wichtig wie Frage A. Dann könnten wir entsprechend das einstellen. Oder gehen wir weiter, Frage B wäre uns dreimal so wichtig wie Frage A. Dann können wir wieder das Ergebnis so einstellen. Gehen wir mal zurück zu unseren Stimmgewichten. Am Anfang ist also das Stimmgewicht 1. Nehme ich eine zweite Frage dazu, bekomme ich wieder mein 1/2 Wurzel 2. Nehme ich die zweite Frage doppelt so wichtig an wie die erste, kommt 0,9 zu 0,45 raus. Und wenn ich bin nicht dreimal so wichtig, passt sich das Stimmgewicht entsprechend an. Gebe ich nun eine Stimme bei einer dritten Frage ab, so kommt wieder der Pythagoras für die dreidimensionale Kugel heraus. 0,3 im Quadrat plus 0,91 im Quadrat plus 0,3 Quadrat ergibt eben genau 1. So, kommen wir zur nächsten Frage. Kann ich mit dem Liquidizer Entscheidungen treffen? Also erstmal, im Fragenbereich kann ich die Ergebnisse sehen. Das ist die Summe aller
abgegebenen Stimmgewichte. Das Problem ist aber die große Anzahl an Trollen und Fake-Accounts. Das ist aber gar nicht so schlimm. Ich gucke mir das mal in der Zeitreihe des Abstimmungsergebnisses an. Wie wir sehen, das Stimmgewicht der Abschalter fällt langsam ab. Das liegt nicht daran, dass die Trolle zur Vernunft gekommen wären. Es liegt vielmehr daran, dass das Stimmgewicht mit der Zeit abfällt. Wer sich länger nicht einloggt, dessen Einfluss schwindet. Bei Liquid Feedback zum Beispiel kostet eine Stimme eine Mitgliedschaft, also 36 Euro. Bei mir kostet eine Stimme halt etwas regelmäßigere Aufmerksamkeit. Gehen wir nochmal zurück zu unserer Animation. Stellen wir uns vor, es kommt ein zweiter Nutzer mit seiner eigenen Präferenz. Ist er in allen Punkten gegen den ersten Nutzer, hebt sich das Gesamtergebnis genau auf. Aber sagen wir mal, der zweite Nutzer ist vor allem gegen B, aber hat auch eine leichte Präferenz für A. Das Ergebnis ist, dass sich beide Nutzer in der Frage B aufheben, aber für A eine kleine Präferenz ausdrücken. Was passiert, wenn beide Nutzer aufeinander zugehen? Der zweite Pirat nimmt etwas Priorität von B weg und gibt etwas mehr auf A, und der erste Pirat macht das gleiche. Wie wir sehen, das Ergebnis, das wir in A gemeinsam ausdrücken, steigt. Also, je mehr wir uns einigen, desto mehr Punkte gibt es in diesem Wahlspiel. Mehr kann ich für euch nicht tun. Ich kann euch nur zeigen, wie gut ihr euch einigt. Wir können unsere Ziele nämlich nur dann erreichen, wenn wir uns einigen. Einigkeit ist nämlich unsere einzige Waffe. Wenn wir uns nicht wirklich freiwillig einigen, dann hilft uns auch kein Schulze-Verfahren und keine Nutzerauthentifikation. Wir müssen uns einigen. Diese Arbeit nimmt uns keine Software der Welt ab. Hier nochmal die wichtigen Links zum Liquidizer: bpt.liquidizer.org zur Vorbereitung auf Chemnitz und eine Twitter-Seite für Neuigkeiten. Ich freue mich auf Diskussionen mit euch in Chemnitz. Bis dann. Tschüss.